Hallo, heute zu einer kurzen Outfit-Inspiration, bei der wir dir dieses Outfit hier vorstellen möchten. Das ist ein Outfit in dieser Kombination, das der Wintertyp sehr, sehr gut tragen kann. Und wir fangen bei der Hose an und arbeiten uns nach oben durch. Ihr seht schon, hier passiert gleich irgendwas. Wir haben ja ein bisschen Glitterflitter heute mit dabei. Aber die Hose. Hier haben wir auf die Puppe gebracht einen Jeansstoff, und zwar hat der Jeans 2% Elastan. Das ist nicht besonders viel, das ist ein bisschen, ihr seht, es ist eine leichte Dehnbarkeit vorhanden, und der hat so eine ganz, ganz feine Fadenstruktur erkennbar. Ich hoffe, das ist erkennbar. Also wirklich ganz, ganz toll für eine richtige Sommerhose. Und sommerlich ist dieses Outfit ja irgendwie auch. Ich finde, es schreit nach Sommer. Du könntest dir zum Beispiel mal sehr gut aus diesem Stoff die Hose Isa nähen. Das ist eine Jeanshose, die hier eine schräge Naht im vorderen Beinbereich hat, mit Knöpfen geschlossen wird, ansonsten sehr gerade und schlank, also nicht besonders weit, sondern schlank geschnitten ist. Und damit du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst, habe ich die Hose Isa auch heute mal mitgebracht. Ich habe sie nur nicht an, weil sie passt jetzt irgendwie nicht zu meinem Oberteil. Aber man kann es ja auch so ganz gut sehen. Das ist sie, da könnt ihr auch erkennen, sie ist natürlich deutlich schlanker als die Hose, die ich selber gerade trage. Und das Schöne an dieser schrägen Naht ist, dass das Ganze, ich finde, das ist immer so ein Schlankmacheffekt. Gut, dafür müsste ich sie wirklich anziehen, aber ich ziehe mich jetzt nicht hier aus. Nein, das tue ich nicht. Also ihr müsst euch das jetzt einfach vorstellen. So schaut sie aus, und das könntet ihr, die könntet ihr super gut aus diesem Stoff nähen. Und damit kommen wir dann jetzt auch zu dem Glitterflitter, was ich gerade eingangs erwähnte. Und zwar haben wir für euch nämlich ein paar Jersey-Paneele im Shop. Und zwar einmal dieses Jersey-Paneel mit diesem tollen Papageienpaar. Kann man so auch wenden, dieses Papageienpaar. Und wir hätten es auch noch in diesem süßen Stöfflein hier. Das ist ein Häschen mit Schleife. Und auch das lässt sich natürlich so umändern und ist dann halt eben in rosa. Ja, das Ganze ist natürlich, ach, es ist ein bisschen, sind so ein bisschen kindlich verspielt unterwegs. Und als wir diese Jersey-Paneele ausgesucht haben, als sie dann hier waren, haben wir uns auch überlegt, ups, ihr seht schon, die haben eine Breite von, eine Länge von, ich glaube, 68 oder 67 Zentimeter. Ups, habe ich gedacht, wenn ich mir da jetzt ein T-Shirt rausnähe, so, dann habe ich ja auch fast bauchfrei. Fast. Also, für alle kleingewachsenen Frauen mag das natürlich noch gehen, ein T-Shirt da rauszunähen. Ab einer gewissen Größe, also ich bin 1,78 groß, wird es vielleicht kritisch. Aber auch darüber haben wir uns natürlich Gedanken gemacht. Denn du könntest es super einfach mit einem blauen Jersey kombinieren. Weiß würde natürlich auch gehen. Alle anderen Farben, die hier vorkommen, würden natürlich auch gehen. Und dann könntest du zum Beispiel das Shirt Mia von Schnittmuster Berlin nähen. Das hat nämlich genau hier oben die Teilungsnaht, und da kann man dann sehr schön unten das Paneel nehmen, oben den einfarbigen Jersey und das entsprechend zusammenfügen. Oder du nimmst das Frühlingsshirt von Lillisol und Pelle. Ähnliche Teilung, auch das würde funktionieren. Unten das Paneel, oben einen einfarbigen Jersey. Und dann rutscht das Ganze natürlich ja einen Tacken tiefer. Wir sprechen dann in etwa von hier. Und jetzt muss man natürlich ein bisschen gucken. Also wenn jetzt natürlich das Paneel, also dass die Applikation dann auf dem Bauchnabel hängt, sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus. Also ach ja, wir haben das gerade mal so ein bisschen durchexerziert. Würden die kleineren Größen ganz gut funktionieren, ab einer gewissen Größe funktioniert es nachher nicht mehr. Also da, das müssen wir jetzt einfach so sagen. Wer trotzdem dieses Paneel toll findet, dem kann ich sagen, Kindersachen sehen auch gut daraus aus. Ist nicht unser Metier und unser Steckenpferd, aber wir haben ja fast alle irgendwo ein paar kleine in der Familie, vielleicht als Kind, als Enkelkind, als Nichte, als Neffe. Und meine beiden Mitarbeiterinnen, die Laura hinter der Kamera und die Julia, die unten immer eure Telefonanrufe entgegennimmt, die haben beide für ihre Töchter richtig süße Sachen daraus genäht. Zeigen wir euch auch heute noch im Laufe des Tages. Ja, und die Mädels waren total begeistert. Also das war so ein richtiges Klein-Mädchen-Ding, und die waren total, ja, verzuckert. Aber es ist auch zuckersüß. Wollte ich noch was erwähnen? Ja, ich wollte noch erwähnen, dass ich das Shirt Mia auch hier habe. Da kann man das ganz gut dran sehen, ne, wenn man das so trägt. Das natürlich, wo die Teilungsnaht sitzt. Die sitzt oberhalb der Brust, und da kann man natürlich nicht ganz beliebig runtergehen. Aber ich glaube, das habt ihr jetzt gerade auch bestimmt schon verstanden, als ich das erzählt habe. Ja, und damit habe ich alles gesagt, Laura? Ich habe alles gesagt. Okay, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Bis dahin.